Das Parlament nicht nur ein Besuchermagnet, sondern ein Arbeitsplatz. Hier sitzen die 183 Abgeordneten im Auftrag derjenigen, die sie gewählt haben. Diskutiert wird hier im Nationalratssitzungssaal, aber auch in Ausschüssen, wo auch verhandelt wird. Und dann gibt es noch den Bundesratssaal. Hier tagt die Länderkammer des Parlaments. Ein Ort im parlamentarischen Schatten sozusagen. Denn selbst als Journalistin ist man hier nicht oft. Mittlerweile ist es einer der Arbeitsplätze des neuen SPÖ-Chefs Andreas Babler, der heute zu seinem ersten Sommergespräch kommt. Nach einer verunglückten Vorsitzendenwahl will er die zerstrittene Partei einen. Aber kann er sie wieder zusammenführen oder gar nach vorne führen? Finden Sie sich schon im Parlament zurecht, Herr Babler? Ja, schon in den Grundzügen, logischerweise. Dem, was meine Funktionen anbelangt, finde ich mich schon gut zurecht. Sie sind ja der einzige Oppositionsvorsitzende, der nicht hier im Plenarsaal sitzt, auch nicht am Mittwoch, wenn es heißt Opposition gegen Regierung in Sachen Teuerung. Das ist ja ein Wettbewerbsnachteil, hier zusehender zu sein. Wie sehr ärgert Sie das? Gar nicht, das ist einer gewissen Dynamik, ganz ehrlich, geschuldet. Wer hätte gehabt, früher hätte man immer von oben nach unten Parteivorsitz und natürlich auch Clubobleute bestimmt. Und jetzt haben wir eine Basisbewegung gehabt, die ganz andere Ergebnisse gebracht hat. Wer hätte das gehabt, dass ich jetzt sozusagen auch Parteivorsitzender sein kann? Und wir haben ganz pragmatisch eine ganz gute Aufteilung getroffen mit einer Dreierspitze im Club, die das da gut erledigt. Aber die politische Führung im Club gehört natürlich auch zu meinen Agenden. Ein bisschen kennen wir Sie ja, Ihren Hang zur großen Rede, zu großen Worten. Also wenn das nicht die optimale, die größte, beste Bühne ist in einer Demokratie, welche denn dann? Es gibt verschiedene große Bühnen und wie man jetzt sieht auf der Sommertour, also wir haben ja wirklich volle Hütten und volle Plätze und man kann sich natürlich große Bühnen suchen. Wichtig ist, dass man viele Menschen erreicht mit Anliegen. Das macht hier der Philipp mit der Eva, mit der Julia, hauptsächlich in der Clubführung und alle unsere Abgeordneten. Und wir haben ein breites Segment, das wir bearbeiten in der Frage. Da arbeiten Sie sich unter anderem ja an der Regierung ab, wenn wir dann auf die Regierungsbank schauen. Eine Nullrunde, die fordern auch Sie, Herr Babler, für Spitzenpolitiker generell. Verdienen die für Sie zu viel? Ja, es war natürlich ganz aus der Situation heraus, dass wir jetzt Spitzenreiter sind, trauriger mit der Inflation, dass sie die Regierung eigentlich für das, dass sie unterlassene Hilfeleistung de facto gemacht hat. Aber generell, nicht nur in Zeiten der Teuerung. Nein, aber jetzt war die erste Geschichte, warum wir diese Bewegung und den Druck ausgeübt haben, dass das unmoralisch ist, sie selber damit zu belohnen mit der Inflationsabgeltung, die man selber mit zu verantworten hat. Und dann haben wir gesagt, das kann ja nicht so sein. Die verdienen wirklich gut in dieser Frage. Wir haben sofort das repliziert. Warum sollte man sie als Regierungsmitglied einfach mit knapp 10% dafür belohnen, dass aber man eigentlich 10% zu verantworten hat in der Periode. Ja. Aber auch Herr Klubobmann, also wenn Sie sagen, das ist unmoralisch, was ist denn dann moralisch? Was ist ein moralisch gerechtfertigtes Gehalt? Sie spenden ja Bundesratsgehalt. Was ist moralisch gerechtfertigt? Wo machen Sie das fest? Ein Klubobmann 16.000 Euro, Abgeordnete 10.000 Euro, der Bundeskanzler 23.000 Euro. Wenn das nicht Symbolpolitik ist, zu sagen Nullrunde, und Sie sagen, es gibt eine moralische Grenze, wo machen Sie die fest? Ja, ganz einfach in ein Äquivalent, also in ein Verhältnis also zum Medianeinkommen und zu der Belastung, die die Bevölkerung gehabt hat. Und deswegen ist das jetzt eine andere Situation, dies zu bewerten. Gleichzeitig wissen wir, dass jeden Tag schwieriger wird, sein Leben zu bewerkstelligen, auch finanziell drüber zu kommen, dass man nicht weiß, wie man die Miete mittlerweile durch die Erhöhungen zum Zahlen hat, die Einkäufe nicht mehr stemmen kann. In so einer Zeit Spitzengehälter in der Politik zu erhöhen, ist ein Wahnsinn. Und ich habe eine persönliche Entscheidung getroffen, ich verdiene nicht schlecht als Bürgermeister. Ich kriege meine Parteisteuern und so weiter geleistet habe, kriege ich 3.900 Euro circa ausgezahlt, mit dem kann ich leben. Deswegen kann ich ja das Bundesratsgehalt auch spenden, ohne dass ich am Hungertuch nahe. Und mir geht es eh relativ gut. Und da muss immer ein politisches, aber ich finde auch ein moralisches Verhältnis geben. Dann nehmen wir mit, Sie würden die Politikerbezügepyramide überarbeiten. Nein, ich würde auf jeden Fall darauf aufpassen, dass man in so einer Situation, wo man selber verantwortlich ist für so eine hohe Inflation, das nicht nur als Belohnung auch zusätzlich auf sein Gehalt in der Regierung ausbezahlt kriegt. Das ist eigentlich der Anstein dieser Diskussion, die wir jetzt gerade heuer führen. Gut.
Wir haben noch gerätselt in der Redaktion. Sie haben gesagt, Sie haben bisher in Ihrem Leben zwei Parteien gewählt. Nona, die SPÖ. Aber was oder welche Partei war die andere und wann haben Sie eine andere Partei gewählt? Keine Ahnung. Bin ich völlig blank jetzt, und was das gewesen sein sollte. Na, viele können es nicht sein. Die KPÖ, na, die Grünen? Glaube ich nicht. Also ich kann mich gar nicht erinnern, was die zweite ÖVP, Partei die war. Die FPÖ. Keine Ahnung, also ich glaube, dass ich fast immer SPÖ gewählt habe oder bei Personenwahlen vielleicht. Ich glaube, den Marco Pogo habe ich gewählt bei der letzten Wahl. Bei der Bundespräsidentschaftswahl? Das weiß ich. Okay, sonst können Sie sich nicht erinnern? Nein. Okay, ja, dann reden wir über die SPÖ. Voll gerne. Ihre Pläne? Gut. Danke. Auch mit Andreas Babler gehen wir für unser Gespräch in eines der Sprechzimmer, gleich hinter dem Plenarsaal. Berühmte Sprechzimmer. Mittlerweile, ja. Mittlerweile, mit einer großen Popularität. Auch wenn der zugegeben kleine Raum für manche einen vielleicht herben Charme ausstrahlt, für uns, wenn auch nicht prunkvoll, ist es der ideale Ort für ein ungestörtes Sommergespräch. Wollen Sie einen Schluck Wasser trinken? Gern. Sie sind derzeit auf Sommertour durch ganz Österreich unterwegs. Ganz praktische Frage. Fahren Sie immer 100 km/h auf der Autobahn? Ja, tatsächlich. Immer? Immer. Gut, ich kann das jetzt nicht überprüfen, aber das klingt ein bisschen unvorstellbar, sich immer brav an 100 zu halten. Ja, ist eine Weisung, dass wir gesagt haben, natürlich auf diese Vorgabe, die wir sagen, dass es gescheit ist, einfach zu halten. Wir wollen ja das auch bewusstseinsbildend machen. Wir sehen, dass das so eine verkorkste, emotionalisierte Diskussion ist, dass wir gesagt haben, wir wollen das von unten herauf nicht gesetzlich regeln und vorschreiben, sondern dort, wo wir sie als Bürgermeister spüren, wenn die Menschen zu uns kommen und sagen, vor ihrer Haustür, sie hätten gerne eine Wohnstraße, eine 30er-Beruhigung, weil weniger Lärm, weniger Emission, weniger Gefahr, was die Kinder betrifft. Wenn man sieht, die Gemeinden, die Bürgermeister, die an den Autobahnen liegen, dass sie überall dort eine Reduktion haben würden wegen einem Lärmschutz und Film, dass wir glauben, dass wir von unten herauf mit der Bevölkerungsmehrheit dort was Mögliches umsetzen. Aber natürlich fahren wir nicht überall 100, sondern manchmal auch 80, wenn die Baustelle ist. Gesetzliche Umsetzung hätte natürlich mehr Biss, gerade ja, als Parteichef, aber Sie sagen, eine verkorkste emotionale Diskussion, ja auch in Ihrer Partei, da gab es nämlich viel Widerspruch. Und überbleibt, jetzt sind Sie Parteichef, wäre es nicht Ihre ureigenste Aufgabe, diese Position zu vertreten, überzeugen und eine Mehrheit nämlich in der eigenen Partei zu finden? Warum passiert das nicht? Ja, es ist eine Detailfrage, was ich für gescheit finde. Und das gescheit ist, das wissen wahrscheinlich alle Menschen, die es betrifft. Aber ich komme aus einer anderen Realität, einer südburgenländischen Pendlerfamilie bei mir zu Hause, die angewiesen sind auf ein Auto, die ein anderes Verständnis haben. Für mich war das erste Auto, das ich mir schwer leisten habe können, auch ein Freiheitssymbol. Wichtig ist, dass wir Überzeugungsarbeiten und auch Mehrheiten schaffen. Es geht um die Parteilinie. Die Parteilinie, glaube ich, ist jetzt dominiert von den großen Fragen. Nicht der Tempo 100 ist zentral für die SPÖ, sondern dass man 950 Tage überhaupt kein Klimaschutzgesetz hat, das überhaupt irgendwelche Ziele definiert. Da redet man ja eigentlich um eine Situation, wo man keinen einzigen Kilometer mehr Eisenbahnverbindungen geschafft hat, wo man keine einzige Buslinie im Land dazu gebracht hat. Also man muss schon Möglichkeiten bieten, auch beispielsweise öffentlich attraktiv fahren zu können. Und da sind wir säumig, überhaupt eine Regierung, die in diesem Bereich auch alles schleifen lässt. Das ist Ihre Kritik an der Regierung. Sie fordern ja strukturelle Maßnahmen, damit die Emissionen runtergehen. Das ist ein bisschen ein blinder Fleck in der SPÖ. Daher drei konkrete Maßnahmen, weil Sie den Verkehr angesprochen haben, Herr Babler, unter Ihrer Parteiobmannschaft. Wie kriegen wir die Emissionen runter im Verkehr? Drei ganz praktische für uns alle Maßnahmen, die die SPÖ vertritt. Schlüsselwort ist die öffentliche Infrastruktur. Und da muss sozusagen auch nachweislich Netz passieren, dass ich eine Chance habe, in einem ländlichen Raum innerhalb von 15 Gehminuten eine öffentliche Verkehrsanbindung, eine Station von einem Bus bzw. von einer Bahn zu haben, die auch tatsächlich ermöglicht. Das trifft ja nicht nur das Pendeln in die Arbeit, was schon schwierig genug ist, was viele Menschen betrifft. Es betrifft ja ganz konkret Kinder, Jugendliche, die in die Nachbargemeinde müssen oder noch weiter weg, wenn sie mal in ein Bad wollen oder in ein Kino besuchen oder einkaufen, Arztbesuche und so weiter. Also ich glaube, da gibt es einen konkreten Ausbauplan, der muss gewaltig im Tempo sein. ÖV-Ausbau ist die erste, zweite Das ist die erste und die zweite und die dritte Priorität ist, öffentlichen Verkehr auszubauen. Das ist die wichtigste Geschichte, wenn Sie mich fragen, was den Verkehr anbelangt. Also gibt es gar nichts anderes.
Naja, es gibt schon was, die CO2-Steuer. Mhm. Und da sind sich alle Wissenschaftler einig, die hat einen Lenkungseffekt. Gerade in der Teuerung ist aber auch eine Belastung, weil wenn der Sprit teuer ist, wird weniger getankt und weniger Auto gefahren. Und jetzt sind wir wieder bei der Parteilinie. Unter ihrer Vorgängerin hat es ja zig Anträge gegeben, zu sagen, die soll ausgesetzt werden, gerade in Zeiten der Teuerung. Was ist jetzt die Linie unter Ihnen? Es geht um die Emissionsbeschränkung und ich wirbe ja auch in und außerhalb der Sozialdemokratie um eine ganz neue Prioritätensetzung. Ich glaube, dass dieser Kampf gegen diese Erderhitzung ein ganz wichtiger ist. Da gibt es Kipppunkte, die jetzt fallen. Wirklich, die Gletscher gehen dahin, die Grundwasserbestände, die Bauern haben Probleme, die Feldfrüchte zu bewässern. Es trifft uns ja alle in einer großen Dimension. Und dann natürlich diese ganze große Dichte an Unwettern, die kommt. Also das ist einfach ein Problem, das uns tagtäglich und in kurzen Intervallen einfach tatsächlich beschäftigt. Jetzt gibt es die Ansagen dazu, wie man das lösen kann, Emissionen einzuschränken. Wir haben ein sehr offensives Programm. Wir sehen, dass die CO2-Bepreisung, so wie sie gekommen ist, überhaupt keinen Lenkungseffekt hat. Also, sie höher sein? Nein, sie müsste aber überhaupt anders gedacht werden. Es ist eine CO2-Bepreisung, die völlig beliebig in den Raum gesetzt worden ist und die eigentlich diejenigen trifft, die so wie meine südburgenländische Familienhälfte, die tatsächlich aufs Auto angewiesen ist. Weil die zahlen jetzt wirklich mehr, haben aber gar keine Chance, dass sie alternativ öffentlich anreisen. Also wenn sie aus Stegersbach nach Wien pendeln müssen und Tagespendlerin sind, dann haben sie keine Möglichkeit, außer sie verbringen Stunden in irgendwelchen Buslinien und verlieren Lebenszeit. Herr Basler, das heißt, ich habe meine Frage nicht vergessen. Ich wollte es gerade erklären, ja, auch zu Ihrer Frage. Soll die jetzt höher werden oder soll die ausgesetzt werden? Nein, ich glaube, so eine Art von CO2-Bepreisung bringt nichts. Also ist völlig wirkungslos. Wichtig ist, ein anderes Konzept zu haben, offensiv. Kein Klimaschutzgesetz. Die Forderung kennen Sie von uns, alles eingebettet werden würde. Das heißt, dass man einen Masterplan hat, dass man weiß, wo man überhaupt hin will. Und gleichzeitig öffentlichen Verkehr ausbauen, zweite Maßnahme. Aber die SPÖ hat ein sehr offensives, progressives Modell, nämlich beispielsweise industriepolitisch nachzudenken. Ich habe ein Modell ausgearbeitet mit Expertinnen und Experten, die das wirklich auch können, die Dekarbonisierungsprogramme für die Schwerindustrie machen, 20 Milliarden, die wahnsinnig wirkungsvoll wären. Das heißt, das Geld, das wären Lenkungseffekte. Einfach statt zu sagen, wir helfen und Unternehmen auch umzustellen. Mhm. Und gleichzeitig haben wir große Lenkungseffekte. Aber CO2-Bepreisung, die da ist, zu diskutieren, ob man die erhöhen soll, wenn man sieht, da hat es keinen einzigen Bahnkilometer mehr gegeben. Das ist nicht die Art von Politik, die ich mache. Das ist eine Showgeschichte. Keine Zustimmung von Ihnen. Dieses Modell, Tempo 100, Sie finden es gescheit, die anderen nicht, jetzt die CO2-Steuer. Es gibt ganz viele Meinungen dazu und ganz ehrlich, also wenn ich wissen will, was ist jetzt ganz genau die Parteilinie, dann frage ich mich, wen frage ich, wen rufe ich an? Wenn Sie als Parteichef ja die Basisdemokratie so hochhalten, warum lassen Sie das nicht alles am Parteitag abstimmen, befragen die Mitglieder und dann kriegt man ein fix und fertiges Konzept und wir alle wissen, das will die SPÖ und Andreas Babler. Aber ich glaube, man hat gesehen, was sozusagen der Rechtsanspruch auf einen intakten Planeten, das habe ich in mir drin, und das ist eine ganz wichtige Frage. Ich habe gesagt, als Parteichef ist es eine Aufgabe und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich heute als Parteivorsitzender da bin. Weil halt einfach ein großer Teil der Mitglieder und schlussendlich hat der Parteitag gesehen und wir wollen auch diese Orientierung, war Kernpunkt, diese Prioritätensetzung zu sehen. Bei uns geht jetzt natürlich alles um die Teuerung, ist ja ganz schwierig, auch in der politischen Diskussion, die zigtausenden Menschen, die wir jetzt getroffen haben, die haben den Diskussionsbedarf, wie sie sich das Leben weiterleisten können. Ja, weil sie wollen können. Eine Mitmachpartei. Ja. Wieso dürfen denn dann die Mitglieder bei einzelnen Positionen mitreden? Weil derzeit kennt man sich nicht nur bei der Klimapolitik nicht so recht aus. Wohin will jetzt die SPÖ? Also ich glaube, wir sind die Einzigen, die jetzt ein konkretes Modell mit diesem Dekarbonisierungsprogramm tatsächlich öffentlich seit Monaten vorstellen. Ich habe das zigtausenden Menschen persönlich präsentiert und mit ihnen diskutiert. Wir haben jetzt auch im Zuge der Tour auch mit Aktivistinnen getroffen. Wir haben mit allen NGOs in der Expertise getroffen, gleichzeitig Maßnahmen zu diskutieren, ihre Expertise reinzuholen. Das sind, glaube ich, 15 oder 20 NGO-Vertreter. Da ist die SPÖ die Einzige, die sozusagen auch versucht, aus der Expertise jetzt da der Bekämpfung der Erderhitzung eine Priorität zu geben. Aber wir diskutieren nicht, ob man gesetzliche Tempo 100 machen soll. Das ist vielleicht gerne eine mediale Diskussion, aber es hat überhaupt keinen Sinn, wenn das nicht eingebettet wäre in eine Klimaschutzgeschichte. Das sehen die Wissenschaftler anders. Sie sagen, es ist die günstigste, effektivste Maßnahme. Aber ich habe gesagt, dass es gescheit ist, aber ich habe nicht gesagt, dass man es gesetzlich durchsetzen muss, ohne dass man das in der Bevölkerung als Bewusstsein verankert. Okay. Das ist interessant, weil Sie setzen in diesem Bereich auf Eigenverantwortung und in ganz vielen anderen, und jetzt machen wir einen Themensprung auf den Staat. Entschuldigung, Frau Schnabel, darf ich sagen, ich bin nicht auf Eigenverantwortung, sondern ich will es von unten herauf machen. Weil natürlich wird es umgesetzt von Bürgermeisterinnen, von Ländern, die das mit IGLs flächendeckend in ihren Ländern machen, mit Emissionsschutzgesetzen. Aber nicht flächendeckend, ja. Aber von unten, aber schon nicht auf Eigenverantwortung, sondern mit den Bevölkerungen, so wie ich das als Bürgermeister tue.
Gut. Trotzdem, in allen anderen Bereichen, also jetzt, wir haben ja über Klimapolitik gesprochen, fordern Sie einen starken Staat. Teuerung haben Sie angesprochen, am Mittwoch gibt es die Sondersitzung, da gibt es eine Fülle von Forderungen. Ich habe den Antrag da von mir. Bei den Mieten soll der Staat eingreifen, bei den Bankenzinsen bis hin zu Energiepreisen. Und eine Forderung möchte ich mir rausgreifen, nämlich die Lebensmittel. Die sind nach wie vor sehr teuer. Da soll die Mehrwertsteuer ausgesetzt werden. Laut Budgetdienst wären das 2,5 Milliarden Euro pro Jahr, wenn es auch tatsächlich weitergegeben wird. Wenn das passiert, Herr Babler, und Sie haben ein Modell, ab wann, ab welcher Inflationsrate soll die dann wieder eingehoben werden, die Mehrwertsteuer? Weil das hieße nichts anderes, dann werden die Preise natürlich wieder steigen. Ich würde es ganz konkret davon ausmachen, wie das gesamte Leben zu gewerkstelligen ist. Ich glaube, man muss immer alles im Großen denken. Wir haben in Österreich eine wahnsinnige Schieflage in der generellen Entwicklung der letzten Politik. Ich komme aus einer Zeit, aus meinem Jahrgang heraus, der profitiert hat. Und da ist natürlich die SPÖ mit Bruno Kreisky jemand gewesen, der... Es geht um die Mehrwertsteuer. Ich mag es einbetten, damit man es auch versteht, warum man Politik und warum man so auch Maßnahmen setzt. In einer Zeit, wo man einfach moderneres Österreich präsentiert hat, bei Frauen zum ersten Mal gesetzlich gleichgestellt worden sind, Wirtschaftswachstum, da die Arbeitszeit verkürzt worden ist, alles gleichzeitig und Bildung für alle ermöglicht worden ist. Und genauso ist es in der Frage der Teuerungsbekämpfung. Wir brauchen eine Regierung, die sozusagen sich jetzt nicht damit auszeichnet, dass sie in facto, und ich sage das in aller Deutlichkeit, eine unterlassene Hilfeleistung betreibt. Einfach zuschaut, wie diese Teuerung durchaus in alle Bereiche. Der Lebensmittelbereich ist einer dieser Bereiche. Wir sehen, dass beim Lebensmittel, dass man sich schwer tun zu erklären, warum man, wenn man über die Grenze fährt nach Deutschland für denselben Warenkorb, einfach 16-20% mehr zahlen muss. Dass wir mittlerweile 500 Euro mehr ausgeben an Lebensmittelkosten, manche Schätzungen sagen sogar 1.000 Euro als im Vorjahr. Und da gibt es eine Ungerechtigkeit. Die Mehrwertsteuerausenkung in der Situation, weil Sie mich fragen, was ist die Inflationsgrenze dazu, wo das dann wieder normalisiert wird, ist eine Maßnahme. Aber was ist Ihr Ziel? Aber dann Herr muss ich komplett berechnen, dass die Inflation gedrückt wird. Aber das heißt, auf wie viel Prozent? Wir machen nicht nur die Lebensmittel. Sie können mich nicht fragen, was die Lebensmittel, Sie können mich schon fragen, was natürlich die Lebensmittel, wann die wieder ausgesetzt ist. Aber ich kann sie dann nicht beantworten in den Einzelmaßnahmen, sondern nur das Gesamtpaket. Wir haben ja ein Riesenproblem. Es hat die alte Formel gegeben, dass Wohnraum, Mieten nicht mehr als ein Drittel des Haushaltseinkommens. Da sind wir jetzt fast schon bei der Hälfte des Haushaltseinkommens für Mieten. Darum fordern wir die Lebensmittel-Mehrwertsteuerausenkung. Wir fordern auch ganz konkret die Rücknahme der letzten Erhöhung, wenn wir jetzt 13 oder 14 Mieten zahlen. Wir fordern aber auch gleichzeitig, dass man das in Zukunft auch deckelt auf 2% ab 2025. Und dann können wir darüber sprechen, haben wir eine Inflationsrate, weil wir Maßnahmen in all den Bereichen haben, die es möglich macht, seinen Wohnraum zu erhalten, die es möglich macht, mit Pensionen zu leben. Und dann können wir sie unterhalten, wie hoch die tendenzielle Rate der der Inflation anbelangt. Herr Babler, jetzt haben Sie das ganze Problem aus Ihrer Sicht analysiert. Sie haben Ihre Forderungen am Tisch gelegt, aber die Frage, ich habe sie wirklich nicht vergessen und die fordere ich jetzt ein. Wenn Sie so ein Konzept haben, dann müssen Sie wissen, wohin wollen wir? Was ist das Ziel? Bei welcher Inflationsrate können wir uns wieder zurückziehen? Die EZB sagt ganz klar, sind 2%. Jetzt liegen wir bei 7%. Also was ist Ihr Ziel? Also die 2% sind eine Annahme, die wir als grundvernünftig machen, als Obergrenze, wo man Maßnahmen sozusagen dann in einer normalen Entwicklung der Preise akzeptieren könnte. Aber jetzt trauriger Spitzenreiter zu sein, ist ja eine Schande, dass wir eine Regierung haben, die das durchlaufen lässt. Das trifft uns alle jeden Tag. Haben wir das geklärt? Gegenfinanzieren? Wollen Sie das mit Ihrer mittlerweile berühmten Forderung einer Vermögensteuer, einer Erbschaftssteuer? Zu letzterem haben Sie jetzt ein Modell vorgelegt. Aber zu dieser Vermögensteuer, die wird sehr emotional diskutiert von der industriellen Vereinigung der ÖVP, die Häuselbauersteuer, die Schnüffelsteuer, so lautet die Kritik. Ich hätte eine ganz praktische Frage und die stellen sich ganz viele Menschen. Wie soll das in der Praxis funktionieren? Die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher, der hier lebenden Menschen, haben ein Eigenheim. Ja. Kommt der Finanzbeamte und bewertet dann Grundbodenhaus, möchte Sparbücher sehen, muss ich selber eine Erklärung schreiben, in der ich das bewerten lasse. Und wie in Spanien, wenn ich es dann falsch angebe, droht mir eine Strafe. Wie soll das funktionieren? Ja, Sie haben es schön zusammengefasst, was die Propaganda sozusagen der industriellen Vereinigung ist. Und wie soll es funktionieren? Derjenigen Leute, ich muss schon mal einbetten, was diese Vorwürfe sind, die sind ja nicht neu für uns. Immer dann, wenn wir was für die vielen machen in diesem Land, nämlich für 96% der Haushalte, würden de facto dann weniger Steuern zahlen. Das würde ich garantieren, wenn ich Bundeskanzler bin und das durchsetzen kann, von dem ich ausgehe, diese Vermögensbesteuerung 96%. Die Lohnsteuer runter, meine 96% der Menschen mit einem Steuersystem, das wir zu verantworten haben, mit einer gerechteren Besteuerung von Vermögen tatsächlich profitieren. Wir reden hier von einer Situation, wo 1%
der Superreichsten in der Konzentration des Vermögens die Hälfte des Volksvermögens des gesamten Landes besitzt. Also das ist diese wahnsinnige Unfairheit, diese Konzentration in den letzten Jahren immer mehr wird. Und der Vermögensbesteuerung, wenn Sie mich ganz konkret fragen, kann ich Ihnen garantieren, dass wir... Wie funktioniert das in der Praxis? Ja, Sie vermischen Vermögensbesteuerung mit Erbschaftssteuerdiskussionen. Ganz klare Frage, die Vermögensbesteuerung. Ja. Ja. Wie soll das in der Praxis funktionieren? Nach dem Einheitswert, dem Marktwert? Substanzgebunden, ganz locker. Ja, wer bewertet das? Wie wollen Sie das feststellen? Das ist ja ein riesiger Verwaltungsakt. Auf das habe ich gewartet. Das wird immer dann gemacht. Wissen Sie, was ein richtiger Verwaltungsaufwand ist? Wenn jemand kommt aus einem finanziell schwächer gestellten Haushalt und um seinen Lohnzuschuss anrufen muss, der muss sich bis auf die Unterhosen ausziehen. Mhm. Und wenn er 3 Euro drüber ist, verliert er den Lohnzuschuss in einer schwierigen Situation. Ein riesiger Verwaltungsaufwand. Auch bei der Mindestsicherung den ich, muss Eigentum offengelegt werden. Aber beim Wohnzuschuss, aber, weil da kenne ich mich aus als Bürgermeister. Nein, aber Herr Pavler, aber jetzt sage ich Ihnen was, es ist total einfach. Wir haben ja Steuererklärungen da. Ja. Wir sagen, dass Menschen erst in einem hohen Vermögen einfach besteuert werden. Und dass es wirksam wird für 96% weniger Steuern mit unserem Modell. Das heißt, wir schauen es in der Erbschaftssteuer. Ich bin der Garant dazu, weil ich selber aus einer Häuselbauerfamilie komme und wo man sich als Arbeiterkind in der Generation mitbekommen hat, wie mein Vater jeden Schilling, damals jeden Euro verwendet hat, um sich sein Haus bauen zu können. Das jetzt mittlerweile natürlich auch einen Wert hat, je nachdem, wo man in Österreich wohnt, mit Sie den Grundstücksentwicklungen. Der Garant, wollten Sie sagen, der Garant, dass es keine Häuselbesteuerung für die große Schicht gibt, der Menschen, die sich Häuseln aus Eigenheim gemacht haben. Das heißt, wir haben eine Wertgrenze deswegen so hoch eingezogen, wenn Sie heute, selbst wenn das Haus 1 Million und leicht darüber wert ist, dann zahlen Sie jetzt Häuselbauersteuer, nämlich die Grunderwerbsteuer, 25.000 Euro, wenn das 1 Million betrifft. Und in unserem Modell, selbst wenn das Haus 1 Million wert ist und selbst wenn man eine 500.000 in anderen Vermögensformen mitvererbt auf die Hinterbliebenen in der Familie, sollen es nur 2 Leute sein, zahlt man 0 Euro Erbschaftssteuer. Das heißt, Sie würden die Grunderwerbsteuer, wir wollen das ja verstehen, deswegen frage ich auch immer dazwischen. Die würden wir komplett machen. Das ist nämlich jetzt die Häuselbaustoffe. Deswegen sage ich, kann Ihnen garantieren, dass 96% nach unserem Steuermodell der Sozialdemokratie, das wirklich nur bei den Superreichsten angreift, 96% der Bevölkerung werden weniger Steuern bezahlen. 4% werden einen gerechten Anteil leisten, weil das einfach unmoralisch ist, in was für eine Richtung wir sind. Haben Sie das Ihren Vorarlberger Genossen, dem neuen Vorarlberg-SPÖ-Chefleiter, schon erklärt? Der hat nämlich gesagt, naja, der sagt aber, das wäre, wenn diese 1 Million Ihre rote Linie ist, auch für Koalitionsverhandlungen. In Vorarlberg schwierig, denn da kosten Grundstückspreise fast 1.500 Euro der Quadratmeter. Da ist man, auch wenn das Haus vererbt wurde, manchmal in sehr guten Lagen, auch in Kitzbühel, drüber. Anders zum Beispiel als im Burgenland. Der sagt, reden wir ab 2 oder 3 Millionen drüber. Sie sagen, Sie haben alle jetzt hinter sich. Diese 1 Million auch, ist die Grenze. Auch mit Mario Leiter geklärt, weil man natürlich auch, wenn das 1,2, 1,3 Millionen sind und man vererbt, weil jemand stirbt, hat Eltern, der stirbt, auf die hinterbliebene Frau, auf den hinterbliebenen Mann und ein Kind, kommst du nie über diesen Lebensfreibetrag von 1 Million Euro pro Person. Ja, das heißt, man muss halt die Realität anschauen. Deswegen setzen wir das so hoch an und das können wir garantieren. 100%. Jetzt schon ist die Erbschaftssteuer in Form der Grunderwerbsteuer. Wahnsinn, Ungerechtigkeit. Trifft dann jeden Kleinen. Ist das und bleibt das die Koalitionsbedingung schlechthin? Diese 1 Million Euro... Die Vermögensbesteuerung haben wir noch gar nicht besprochen. Nein, nämlich. Herr Pavler, ich würde gerne die Frage stellen. Hm. Eine Vermögens- und eine Erbschaftssteuer ab 1 Million Euro. Hm. Entweder gibt es das und sonst gibt es keine Koalition mit der SPÖ. Ist das Ihre rote Linie? Ja, ich kann mir es nur ganz schwer vorstellen, das Gegenüber, wenn ich jemanden einlade zu Koalitionsgesprächen und von dem gehe ich aus, dass wir in der Stärke sind, jemanden auch mit einladen zu können und jemand sitzt mir gegenüber am Tisch, stellen wir sich das jetzt einmal vor und das Gegenüber würde die rote Linie für sich selber machen, dass sie sagt, okay, wir haben in Österreich eine Situation, dass 1% die Hälfte des Landes besitzen und der Rest, wir haben keine Bildungseinrichtungen mehr, wir haben Gesundheitsversorgung, wir haben keine Pflegeplätze mehr, weil das müssten wir ja sozusagen, das ist ja der Sinn einer Vermögensbesteuerung. Die roten Linien sind schon definiert. Aber wer wird das Gegenüber verstehen? Der sagt, ja, eigentlich wollen wir das so belassen, diese Ungerechtigkeit. Eigentlich wollen wir diese Zerschlagung von allen Einrichtungen, die wir brauchen, Bildungseinrichtungen, kein Personal in der Pflege, kein Rechtsanspruch, keine Ortstermine, keine Gesundheitsplätze. Das ist die rote Linie des Gegenübers. Also ich glaube, es würde niemand in Österreich verstehen, wenn jemand gegenüber von mir sitzt und sagt, ich bin eigentlich dafür, dass das so bleibt. Da wende ich jetzt ein, man kann ja, und die Demokratie lebt von Kompromissen, auch kompromissbereit sein. Sie könnten ja sagen, okay, aber dann kann man vermögensbezogene Steuer, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, die Kapitalertragssteuer, die kann man ja erhöhen und keine neuen einführen. Also Beate Meinl-Reisinger ist da gesessen und gesagt, meine rote Linie ist keine neuen Steuern.
Ja, ganz genau. Das heißt, wenn man Vermögen nicht besteuert, wird man einfach tatenlos zusehen, dass 1% der Superreichsten 50% des Landesvermögens haben, während wir alle breite Steuern zahlen. Ich kann versprechen, die 96%, die weniger zahlen. Ich bin ja nicht alleine in der Sozialdemokratie, schon gar nicht, aber natürlich auch nicht alleine in der politischen Landschaft. Ich meine, das sagen uns die Empfehlungen der Europäischen Union, es sagen uns die Empfehlungen der OECD, die alle analysieren, in Österreich ist die Vermögensbesteuerung zu gering und Arbeit zu hoch besteuert. Da komme ich dafür, da komme ich dahin. Das Arbeit, haben Sie gehört, Arbeit gehört niedriger besteuert. Genau. Nein, ich nehme das auch beim Herrn Kickl immer so wahr. Ja, der erzählt auch immer, Arbeit ist zu hoch besteuert. Ja, triff ich mich. Ich hätte einen konkreten Vorschlag, wie man das auch gegenfinanzieren kann über Vermögensbesteuerung der Superreichsten, dass man mehr Netto im Börsel hat vom Brutto, dass der Herr Kickl immer vergisst, weil er ja eigentlich nicht die Interessen von uns allen sieht, ist, dass man Vermögen höher besteuert. Das sind 100 Millionen Euro in der Woche. Rechnen wir sich das um in Pädagoginnen, in Pflegeplätze. Also man muss ja auch Politik besser machen können für die Herr breite Masse. Aber wir sitzen ja heute da, weil wir über Sie und über die SPÖ reden wollen. Jetzt nehmen wir mit, das ist Ihr Modell, das ist Ihre Koalitionsbedingung. Ja, 75% der Bevölkerung wollen das auch. Das haben Sie uns ja jetzt erklärt, genau, deswegen würde ich jetzt das Thema wechseln. Da sind Sie ja durch und durch Marxist, eigentlich kann man so runterbrechen, Sie haben es ja selber gesagt, weil es geht darum, dass nämlich ein Teil des großen Vermögens, Privatvermögens der Allgemeine zukommen soll. Das haben Sie schon alles geklärt im Vorfeld, wir haben ja viel über Marxismus gesprochen, das will ich heute auch gar nicht tun. Sie haben gesagt, Sie sind ein Marxist, aber mich und uns treibt eine ganz andere Frage noch um. Angeblich ist noch bis vor kurzem in Ihrem Büro eine Lenin-Büste gestanden. Ja. Marx ist das eine, aber Lenin, Herr Babler, das ist ein blutiger Revolutionsführer gewesen, der seine Ideologie mit Terror, mit Gewalt durchgesetzt hat. Wie kommt sowas in Ihr Büro und warum steht das da? Wie kommt sowas in der Diskussion? Es gibt ja hunderttausende Leute, die in meinem Büro in den letzten Jahren waren, Medienberichte, Filmaufnahmen. In meinem Büro gibt es zwei Dinge, Viktor Adler-Büste, drei Dinge. Ein Bild noch von meinem Amtsvorgänger als Bürgermeister und ein Kruzifix, das vom Papst geweiht worden ist und vom Bürgermeister von Lampedusa bei unserer Privataudienz beim Papst. Also ist nie dort gestanden? Also würden Sie mich fragen, was in meinem Büro steht, wäre das, glaube ich, ganz gut wissen. Ja. Okay. Also auch keinen Berührungspunkt zu Lenin, damit wir das heute für ein für alle mal klären. Wie kein Schwachsinn. Okay. Weil viel von Ihren Jugendsünden gesprochen wurde, sind da noch welche zu erwarten? Ich habe keine Jugendsünden in dem Sinne. Ja, man hört immer, dass irgendwelche Dossiers unterwegs sind und angekriegt werden. Erstens lehne ich sowas ab. Ich habe eine politische Vergangenheit an der Jugendorganisation gehabt, habe mich viel politisch engagiert, würde wahrscheinlich vieles heute in einer anderen Position bewerten, aber überhaupt keine Jugendsünden in dem Sinn. Außerdem ist das ein Stilmittel, mit dem ich gar nichts zu tun haben will. Dann reden wir über die Gegenwart oder voll und die gern, Zukunft. Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Sie sagen immer und betonen, unsere Leute, die sind keine Bittsteller. Und dann geht es, heute haben Sie schon angesprochen, die Superreichen und die Konzernen. Und mit ihnen, muss man eigentlich sagen, kommt der Klassenkampf wieder in die politische Arena. Also die lassen ihn wieder bewusst wieder aufleben, oder? Ja, ich höre das gerne. Es ist ein bisschen eine mediale Diskussion, die da oft geführt wird. Klassenkampf, Marxismus. Ich könnte Ihnen Kreiskys Erklärungen 1978 vorlesen über die Bedeutung von der Ideengeschichte mit Marxismus und Austromarxismus, die in Wien den roten Wohnbau gemacht haben. Das ist alles ganz lieb, aber es geht um die Realität. Ja. Und die Realität ist beinhart. Ja. Wir haben eine Politik der ÖVP dominiert, sehr stark im Sozialabbau der letzten Jahre und Jahrzehnte mit der FPÖ gemeinsam, die einfach für ihre Leute Politik gemacht haben. Wer waren diese ihre Leute? Das waren nachweislich eine Politik, die sie dann mit Großspendern, mit Großindustriellen, mit den großen reichen Menschen in dieser Land per SMS in Regierungsbüros, Ministerien einfach Politik versucht haben zu kaufen und eine Politik gefunden haben, die käuflich ist. Wenn man gefragt hat, was unsere Leute sind, ich will mal sagen, was ihre Leute waren. Also eine kleine Handvoll von Menschen, die glaubt haben, sie können sich Politik richten, sie immer alles besorgen. Wie gesagt, wir haben das sogar verschriftlich gekriegt, dieses Politiksystem. Dieses Bild der unseren Leute, das man auch in den 70er Jahren sehr stark... Wer sind denn die, unsere Leute? Also alle, die nicht ihre Leute sind, die ich gerade aufgezählt habe. Aber wer sind denn die? Das sind alle Menschen, die hart arbeiten in dem Land, jeden Tag aufstehen, ihre Leistung, die waren Leistungsträger sind. Das sind die Leute, die in Pension sind, die wahnsinnig lang, jahrzehntelang gearbeitet haben, auch die Beiträge finanziert haben. Das sind die Kinder, die in den, die eigentlich ein Land erwarten, in dem sie in den Bildungseinrichtungen,
die besten Pädagoginnen und nicht irgendwelche Angelernten, die man jetzt dann irgendwo hervorholt, einfach zur Verfügung haben, weil sie einen Rechtsanspruch haben auf die beste Bildung. Ich skizziere die Vision, wie ein Land besser werden kann. Das unterscheidet uns auch zu manchen anderen in der Opposition, die alle schlecht analysieren, aber keine Hoffnung geben. Ich muss ja skizzieren, wie ein Land ausschauen kann. All das sind unsere Leute. Egal, ob sie eine Schürze im Supermarkt da haben, ein blaues Quandl in der Schwerarbeit da haben, ob sie Pädagoginnen sind, ob sie Pflegerinnen sind oder ob sie einen Rechtsanspruch haben, weil sie jahrzehntelang gearbeitet haben. Das ist ja eigentlich ein sehr inklusiver Begriff. Dann reden wir über die. Herr Babler, und zwar unsere Leute, die haben Sie ja gerade wortreich aufgezählt. Sie wollen, dass die weniger Arbeit, nämlich 32 Stunden, für den vollen Lohnausgleich. Und wenn Sie sagen, bleiben wir bei der Realität. Mhm. Die Wirtschaft, 90% und sogar mehr, besteht aus KMUs, Klein- und Mittelbetrieben. Die haben maximal, wenn überhaupt, dann 10 Mitarbeiter. Dann 700.000 Unternehmen gibt es. Wissen Sie, wie viel davon EPU sind, nämlich Einzelpersonenunternehmen, die gar keine Mitarbeiter haben? Gewaltige Zahl, ich kann es bei mir in der Stadt sagen, sind um 800. Generell in Österreich, wissen Sie das? Nein, sagen Sie mal. 60%. Die haben gar keine Klein- und mittlere Unternehmen. Nein, EPUs, nämlich Einpersonenunternehmen, die gar keine Mitarbeiter haben. Also stehen wie viele erwerbstätige Menschen? Und wir haben über 4 Millionen unselbstständige Beschäftigte. Genau. Und für die fordern Sie die 32-Stunden-Woche. Ja. So, wie soll das in der Praxis funktionieren? Das heißt, wenn man das macht, Sie sagen in den nächsten 8 bis 9 Jahren flächendeckend, schrittweise, müssten Sie dann nicht dazu sagen, dann werden Produkte logischerweise auch teurer, vom Schnitzel ums Eck bis hin zum Friseurbesuch. Für die Schnitzeldebatte ist der Bundeskanzler zuständig, aber jetzt ernst gemeint, also wir reden ja über Arbeitszeitverkürzung, warum machen wir das? Weil die Arbeitsintensität gestiegen ist, die Arbeitsproduktivität, weil einfach pro Stunde einfach in den letzten Jahren sich die Geschwindigkeit einfach vergrößert hat, indem man arbeiten muss. Vergleichen wir es drum, ja, wir können einen Marathon nicht laufen mit einer 100 Meter Laufgeschwindigkeit. Ja, das können wir eine Zeit lang machen, aber dann wird uns relativ bald die Puste ausgehen und wir werden das nicht durchhalten bis zum Ende. Das heißt, man muss die Strecken verkürzen. Das haben Sie ja schon ganz oft erklärt. Aber das mache ich jetzt gerade zum ersten Mal, dass ich das so erkläre. Warum soll da nichts teurer werden, wenn ich weniger Mitarbeiter habe und mehr brauche? Die Arbeitsproduktivität steigt. Ich habe selber Betriebe jetzt besucht, die gesagt haben, sie sind vorangegangen. Die Politik ist ja da schon ein bisschen hinter auch der Notwendigkeit im Zeitgeist. Die haben einen Wettbewerbsvorteil gehabt. Die haben zum ersten Mal Bewerbungen gehabt. Die haben sie können, die Besten, die in ihren Unternehmen auch tatsächlich arbeiten sollen, auch aussuchen können. Haben eine bessere Arbeitszufriedenheit, haben weniger Krankenstand, haben eine höhere Motivation, in die Arbeit zu gehen. Und das sind Faktoren, die natürlich auch produktiver machen. Und gleichzeitig haben sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein paar Stunden nach einigen Jahren, wie man das eh gesagt, wie das genau läuft, so in den Branchen verhandelt, von den Sozialpartnern über einen Generalkollektivvertrag auch tatsächlich zu machen. Deswegen reden wir. Wir haben eine Arbeitsintensität, wenn wir jetzt hier in diesem Gespräch sitzen, und ich erinnere mich an die Gespräche, die ich jetzt viel geführt habe, natürlich auch im Pflegebereich. Wenn die Pflegerin jetzt bei uns hier in dem Raum sitzen wird und uns zuhören wird, die müsste eigentlich in der mobilen Pflege, hat sie mir erzählt, während dieser Gesprächsdauer 4 bis 5 Personen sozusagen waschen. Das wird Ihnen schaffen. Aber nur, dass wir mal wissen, was das überhaupt bildlich gesprochen ist. Aber Sie haben ja Personalnot. Sie bräuchten ja dann mehr. Gerade in der Pflege haben wir besprochen. 100.000 brauchen wir mehr an Pflegekräften. Ja. Woher wollen Sie denn die alle nehmen, wenn dann weniger gearbeitet wird? Das ist genau der Ansatz. Ich garantiere, dass überhaupt Menschen noch in der Pflege bleiben. Die Politik ist ein bisschen... Aber es fehlen ja jetzt schon welche. Wann hat die letzte Arbeitszeitverkürzung mit einer höheren oder niedrigeren Arbeitslosigkeit in Österreich stattgefunden in den 70er Jahren bei Kreisky? Es war eine niedrige, aber der Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel, damals hat es Vollbeschäftigung geheißen, man hat nur den Begriff ein bisschen geändert. Wir haben viel mehr arbeitslose Menschen natürlich. Es geht darum, die Arbeit besser zu verteilen. Und wenn Sie mich fragen, in der Pflege beispielsweise, was das heißt. Wir haben jetzt eine politische Diskussion, wo wir sich einig sind, dass diese Regierung auch mitverantwortlich ist, weil sie dann immer nichts macht, dass wir in ein paar Jahren wirklich größere Schwierigkeiten haben, dass 70 bis 100.000 Menschen in der Pflege fehlen. Gleichzeitig haben aber wir, wenn wir mit unseren Pflegerinnen sprechen, mit den Personalvertretungen, ich war jetzt in ein paar Bundesländern vor Ort und haben wir angehört, was die Pflegerinnen auch sagen, dass sie einfach das Problem haben, dass sie die Leute überhaupt halten, nicht nur zusätzlich nicht kriegen können. Und sie sagen, sie wollen auch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, auch eine Verbesserung beispielsweise in der Arbeitszeit. Das sind ja die Wünsche, die Politik hinkt ein bisschen nach. Ich sage das deswegen mit der Leidenschaft, nämlich nicht nur aus frauenpolitischer Sicht, was das heißt. Ein Drittel der unselbstständigen Erwerbstätigen von den 4 Millionen arbeitet heute schon verkürzt. Freiwillig und unfreiwillig. Aber es ist eine Frage der Gerechtigkeit, jetzt zu schauen, wie schaffen wir es überhaupt, dass wir in 10 Jahren eine Pflege haben. Wir haben 44% der Menschen, die sagen, einmal im Monat überlegen Sie sich, ob Sie diesen Job auch quitten wollen, also aufhören wollen.
Wir haben 60% von den Pflegerinnen abgefragt, die sagen, sie können sich gar nicht vorstellen, dass sie bis in die Pension in diesem Beruf bleiben können, weil der Druck so hoch ist. Wenn ich nicht will, dass alles kollabiert, dann muss ich schauen, dass ich mehr Menschen in die Pflege kriege, bessere Arbeitsbedingungen. Ist das natürlich? Sie werden schauen, die Argumente sind nicht neu. Die haben jetzt dann jedes Mal bei Arbeitszeitverkürzung als Kastes kollabiert. Jedes Mal ist die Wirtschaft gewachsen, jedes Mal ist Produktivität weiter gestiegen. Also eigentlich ein Ding der Gerechtigkeit. Herr Babler, es ist gar nicht so leicht, bei Ihnen eine Frage zu stellen, aufgrund dieser wortreichen Antworten. Aber wenn das ein Erfolgsmodell ist, hören wir uns einmal an, warum es auch in der Bevölkerung und auch hier bei den Besucherinnen und Besuchern Skepsis gibt, nämlich wie das alles umgesetzt werden soll, was Sie sich da so vorstellen. Bitte. Ich glaube, dass die 2-3 Stunden eine ideale Lösung ist. Weil wir brauchen mehr Arbeiter. Die Arbeit muss sich aufteilen. Freizeit muss mehr werden. Naja, 32-Stunden-Woche ist etwas Gutes für den Mensch. Aber es wird nicht gut durchzusetzen sein, glaube ich. Von der 32-Stunden-Woche halte ich eigentlich überhaupt nichts, weil ich bin der Meinung, man kann nicht weniger arbeiten und dann gleich Geld verdienen. Das wird nicht funktionieren. Wenn die Wirtschaft stark genug ist, sollte sich das ausgehen mit 32-Stunden-Wochen. Ich denke mir halt, wie können sie die Jungen da noch was schaffen? Das ist das, was ich mir denke, man verdient dann weniger. Jeder will ein Haus bauen und. Das wird halt schwierig werden mit 32 Stunden. Ja, die Dame sagt, das wird schwierig. Wenn das so ein Erfolgsmodell ist, wie sie uns jetzt wortreich ja erklärt hat, für viele Branchen. Warum hat die SPÖ noch keine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich und selbst die Gewerkschaft? Ja, das ist eine Detailfrage. Ich rede das ist keine Detailfrage, es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Dass wir einfach nachdenken. Zum Beispiel in der Stadt aber Schwierigkeit, wo wir vorbereiten für Tagesmodelle, weil fast der dritte, weil wir heute halt in der modernsten Bildungseinrichtungsstätte sind in ganz Österreich, dass ich mit Landesbediensteten sozusagen im Korsett auch bin, gleichzeitig mit einem gemeinsamen Dienstbetrieb zwischen Landes- und Gemeindebediensteten. Aber es ist natürlich leicht umzusetzen in diesen Fragen. Ja. Aber wenn es so leicht ist, warum gibt es es dann noch nicht? Das müssen Sie in der ÖGB fragen, oder so, was die Arbeitsbedingungen haben. Also ich rede über 4 Millionen unselbstständige Erwerbstätige. Ja, aber ich rede über Ihre Partei, die SPÖ. Können Sie gerne fragen, was die auch selber auch machen. Also ich werbe immer dazu, dass man die Arbeitsbedingungen verbessert, im Einklang mit der Personalvertretung. Ja. Aber ist es ein Ziel, dass in der SPÖ alle Mitarbeiterinnen 4 Tage bei vollem Lohnausgleich arbeiten, unter Ihnen? Sie sind jetzt der Chef. Ich rede jetzt von einer gesetzlichen Normalarbeitszeit. Das ist meine Aufgabe, in Österreich zu skizzieren, in was für Richtung das es geht. Aber wenn man was fordert, muss man nicht bei sich selber anfangen, Herr Babler. Ja, immer dann, wenn es geht, kann man sich bei sich selber anfangen, logischerweise. Also ist es ein Ziel auch für die SPÖ? Natürlich ist es eine Zielsetzung auch für die SPÖ. Aber ich will da was dazu sagen. Genau die Meldungen, die wir jetzt gehört haben von den Menschen, bestätigen ja alles. Die Frau hat sich nur die Sorgen gemacht, dass man dann weniger verdienen würde. Aber wir haben gesehen, dass eigentlich alles gut funktioniert, gut argumentiert. Wir haben eine hohe Zustimmung dazu. Und wenn die Argumente, die immer die gleichen sind, 1948, 1971, immer dann, wenn wir verkürzt haben, wenn man jedes Mal sozusagen einknicken würde, weil wir gesehen haben, sie stimmen eh nicht. Die Wirtschaft ist gewachsen, die Gewinne sind gewachsen, die Produktivität ist gestiegen. Also wenn man jedes Mal auf diese Zurufe hört und wenn wir sie nie verwirklicht hätten, würden wir heute in Österreich noch 50, 60 Stunden arbeiten, wir hätten nur 2 Wochen Urlaub. Ich meine, das kommt nicht von allein. Das muss man sich ja kämpfen miteinander, das ist eine Form der Gerechtigkeit. Das haben Sie uns schon erklärt. Herr Babler, wir würden ja gerne mehr von Ihnen kennenlernen, weil Sie sind ja erst seit knapp 3 Monaten Parteichef. Und jetzt würde ich es gerne kurz machen. Es gibt ganz viele Forderungen von Ihnen mit Ja und Nein beantworten. Mhm. Nämlich, welche soll unbedingt in das neue SPÖ-Programm aufgenommen werden? Erste Frage, soll Cannabis legalisiert werden? Nein, ich habe ein ganz anderes Programm, was aufgenommen wird. Ja oder nein? Nein, Sie haben mich gefragt, was in der SPÖ-Regierungsprogramm, dann nein, logischerweise, nein. Wenn ihr Offensivforderung von mir, wäre so jeder. Mhm. Die Gesamtschule, Bildung kommt bei Ihnen zwar vor mit Ganztagesbetreuung, mit warmen Mittagessen. Ganz konkrete Frage, die Gesamtschule, diese Forderung nach Abschaffung auch der AHS-Unterstufe. Ist die nach wie vor aufrecht? Soll die eine gemeinsame Schule, natürlich ist das aufrecht, aber es geht noch um eine neue Überschrift da. Wir wollen eine Schule ohne Druck, wir wollen eine Schule, wo vom ersten Tag an nicht der Druck ist. Eine Schule, wo man Spaß hat, das Kind hinzugehen und einmal lernen, einmal forschen, einmal entdecken. Wir denken das ganz anders, wir wollen Druck wegnehmen von ganz den Kindern. Ganz praktische Kindern, Frage, Schule ohne Noten?
Schule ohne Noten ist eine mögliche Möglichkeit. Die ÖVP ist da wieder zurückgegangen, ein bisschen in die Steinzeit. Wir wollen ja, dass Kinder möglichst Spaß haben, einmal lernen, einmal forschen. Das begleitet sie ihr Leben lang. Ich habe da ganz andere Vorstellungen. Ich mag wirklich an Orte schaffen in den Bildungsstätten, so wie ich es in meiner Stadt als Bürgermeister, glaube ich, auch gezeigt habe, wie es gehen kann. Und da sind wir wirklich Vorreiter in diesen Fragen der Bildungseinrichtungen, dass man alles macht, um diese Orte zu schaffen. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir haben. War ein bisschen jetzt länger als ja oder nein, daher letzte Frage. Einen Rechtsanspruch auf ein ganz wichtiges Thema Gesundheit, Facharzttermin innerhalb von 14 Tagen. Das ist eine der Forderungen, ist auch ganz mit konkreten Modellen, wie also wir dorthin kommen. Ja. Wir müssen echt einmal aus dieser Abrissperiode der letzten 20 Jahre her in der Zukunftsgeschichte, das steht uns zu, das sind unsere Beiträge, die das finanzieren. Wir müssen schauen, dass wir die Krankenkassen wieder auch dorthin bringen, wo sie waren, also Arbeitnehmerinnen-Schutzorganisationen. Ganz genau, das kann man einen Rechtsanspruch darauf zu haben, hast auch mehr Plätze zu haben. Also Wahnsinn, wir erleben jetzt, wo das Gesundheitssystem im Gesamten, nicht nur in der Pflege, im Spitalsbereich, aber vor allem im Hausarzt, im Niedergelassenen und vor allem dort auf Kasse einfach ausgehungert wird, weil einfach zu wenig Ausbildungsplätze geschaffen werden. Okay. Wir beschweren uns jetzt, dass 13.000 Menschen sich anmelden auf ein Medizinstudium und nur 1.800 zugelassen werden und gleichzeitig hören wir, dass es einen Ärztemangel gibt. Also ich glaube, wir müssen schauen, dass wir die Bedingungen aus Politik setzen, dass wir wieder öffentliche Ärzte kriegen. Das haben wir auch finanziert und einen Anspruch daraus. Das ist Sozialdemokratie. Gut. Sozialdemokratie, Stichwort auch, wenn es um die EU geht. Das ist unser nächstes Thema. Sie haben 1994 gegen einen EU-Beitritt unter Franz Vanitzky, damals SPÖ-Kanzler, gestimmt. War das rückblickend ein Fehler? Na ja, klar, man ist natürlich, also aus der Jugendorganisation haben wir andere Prioritätensetzung der Bewertung gehabt, die in der Grundausrichtung waren der Europäischen Union mit einer Skepsis. Fehler. Ich war in guter Gesellschaft mit dem Bundespräsidenten, mit dem heutigen Vizekanzler, mit dem heutigen Bundespräsidenten, die ja Skepsis gehabt haben. Und diese Grundskepsis ist in vielen Bereichen auch geblieben. Mhm. Und die Sozialdemokratie beschäftigt sich ja mit dieser Kritik an der Europäischen Union auch massiv. Also ich glaube, es ist eine Errungenschaft, da würde ich sagen, da gibt es eine andere Betrachtungsweise bei mir heute, viele Jahre später und Jahrzehnte später, dass ich glaube, die gemeinsame Idee eines gemeinsamen Wirtschaftsraums ist eine gute Idee. Da gab es ja ganz viele andere kritische Töne von Ihnen. Ich wollte gerade ausführen, Sie wollten mich gerade fragen, wie ich zur Europäischen Union stehe und was die Kritik daran ist. Nein, ich habe gefragt, was ein Fehler ist. Sie haben gesagt, da waren Sie in guter Gesellschaft mit Ihrer Skepsis. Wir haben das noch alle im Ohr, das aggressivste militärische Bündnis. Sie haben aber es gibt keine No-Gos beim Verein, den Sie mitgegründet haben, Solidarwerkstatt. Die sind ja noch immer für einen EU-Austritt gesprochen. Weil der Herr Kickl vorige Woche hier saß, ist eine Debatte über einen Austritt bei aller Unzufriedenheit. Das ist völlig schwachsinnig, Entschuldigung. Ein Tabu, oder? Können wir kurz abkürzen. Ja, ein Tabu für Sie. Natürlich, absolutes Tabu. Und was mir geht, ist aufzuzeigen, wo liegt die Kritik? Die EU hat nach wie vor das große Wohlfahrtsversprechen für alle gebrochen. Wir sehen, wenn wir da jahrelang, monatelang, so wie wir jetzt über die Lieferketten gestritten haben und über Mindeststandards, über Lohntransparenz streiten haben müssen, dass im Großen eigentlich noch immer nichts geht. Wir haben eine Europäische Union, die beispielsweise seit Jahren verhindert, dass eine Finanztransaktion stärker macht. Wir haben eine Europäische Union, die die Liberalisierung am Energiemarkt zur Bedingung gemacht hat, die uns jetzt auch in die Bredouille gebracht hat, dass diese Energiepreise einfach sie bewegen haben können, wie sie wollen haben, ohne Einschränkung. Das sind die Kritikpunkte. Also da werden wir gemeinsam jetzt mit dem Europäischen Gewerkschaftsbund, jetzt mit Wolfgang Katzian miteinander tatsächlich jetzt einmal auch Flanke zeigen müssen an der Sozialdemokratie. Alles wichtige Punkte, aber wo wir rüber derzeit aktuell reden, 1,5 Jahre nach dem aggressiven Angriffskrieg Russlands, ist auch, wo positionieren Sie sich hier als SPÖ-Chef? Ist Wladimir Putin für Sie ein Kriegsverbrecher? Ja, absolut. Ich habe erlebt, schon weit bevor dieser Konflikt mit diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auch vonstatten gegangen ist, in einer Brutalität, völlig wahnsinniger militärischer Aggressionsakt von Wladimir Putin. Da war ich, glaube ich, ziemlich eindeutig, dass man das verurteilen muss, dass man das Selbstbestimmungs- und Selbstverteidigungsrecht der Ukraine anerkennen muss. Daher würde mich interessieren, wie die Rolle Österreichs unter Ihnen da oder wie Sie sehen aussehen. Der Außenminister sagt, Russland darf nämlich trotz unserer Neutralität nicht davon kommen lassen. Und wir, Zitat, sollen an vorderster Front kämpfen für ein Sondertribunal, damit Herr Wladimir Putin auch zur Rechenschaft gezogen wird. Daher, kurze Frage, ist das mit Ihrer Neutralität, wie Sie sie verstehen, vereinbar? Ich glaube, der Außenminister soll zuerst mit dem Bundeskanzler Nehammer mal sprechen, der beim Putin gesessen ist und um Gas gebettelt hat. Er soll sich anschauen, wie die wirtschaftlichen Verflechtungen auch von staatsnahen Betrieben, auch mit der russischen Wirtschaft anbelangt, auch mit der österreichischen Spitzenbankenszene und vielen anderen. Aber das gehört einfach ein bisschen glaubwürdig dazu. Ja, ist genauso glaubwürdig, wenn ich mir das anschaue, eben diese Bilder, die ich gerade beschrieben habe. Ich glaube, es braucht drei Ebenen. Das eine ist jetzt dann die Positionierung, die ich vorgegeben habe, die Sozialdemokratie auch jetzt
ganz eindeutig auch hat. Die ÖVP im Übrigen wissen die nicht, wie sie die positioniert sind in der Frage von Zelensky und nicht Zelensky und Putin. Pro-Ukraine, sagen sie. Und Putin Gasbetteln gleichzeitig hinfahren. Also die Bilder darf man nicht vergessen, wenn man sagt pro-Ukraine bei der ÖVP. Aber wir haben eine eindeutige Positionierung. Zweite ist die wirtschaftliche Verflechtung mit dem System Putin. Kein Gas mehr aus Russland, sagen sie. Mit den Oligarchen auf allen wirtschaftlichen Ebenen. Es ist ja nicht nur eine Gasverschmelzung, wir haben einen Bankensektor, eine hohe Verschmelzung, wir haben jetzt vielen anderen Geschäftsbereichen eine Geschichte. Das würden Sie alles kappen? Das muss man einfach kappen in dem System Putin. Aber gleichzeitig muss man sagen, Russland ist nicht nur Putin. Ich habe mich lange damit auseinandergesetzt, dass ich gesehen habe, wie Putin schon mit Oppositionsbewegungen umgegangen, die mir sozusagen sozialdemokratisch nahe stehen. Das war nicht leicht, die Opposition, um es höflich zu sagen. Ja, der hat die eingesperrt und sonstige Wahnsinnigkeiten auch veranstaltet. Also da muss man sozusagen alles tun, um auch das demokratische Russland auch zu stärken. Um das abzuschließen. Da macht Österreich nichts. Im Übrigen, Sozialdemokratie würde auf das auch einen Schwerpunkt machen, in Russland oppositionell demokratische, sozialdemokratische, aber vor allem demokratische Kräfte zu stützen. Aber um das nochmal abzuschließen, bildlich, würde Zelensky noch einmal hier im Parlament reden oder zugeschaltet werden, unter Ihnen würden alle SPÖ-Abgeordneten hier sitzen und keiner würde fehlen? Wenn niemand krank ist, auf jeden Fall. Ja. Okay, dann kommen wir quasi in die Zielgerade. Parteitag im November. Bitte um eine wirklich kurze Antwort, weil es ganz eine einfache Frage ist. Es war Ihr Hauptversprechen. Sollen künftig die Mitglieder den oder die Vorsitzende wählen und mitbestimmen dürfen über ein mögliches Koalitionsabkommen? Das ist eine der Hauptanliegen, die wir gehabt haben. Und das kommt so, trotz Widerstand? Das wird jetzt gerade so vorbereitet. Ja. Es gibt wenig Widerstand, es gibt Landesorganisationen, die haben das in ihrem Wirkungsbereich anders entschieden, in ihren Landesstatuten. Wir arbeiten pragmatisch, wir haben ja alle gesehen, dass es eine Notwendigkeit anscheinend gibt von den Mitgliedern aus. 72%, 107.000 Menschen, beide Kandidaten am Parteitag noch, also 100% der Delegierten haben Kandidaten unterstützt, die das gefordert haben. Also insofern, wir arbeiten sehr pragmatisch. Aber ich glaube, es ist eine Zeitgeistfrage einer demokratischen Spannend, Partei. Sagen Sie hier heute beides zu. Gilt das dann auch für EU-Spitzenkandidaten oder Kandidatinnen? Also das haben wir überhaupt noch nicht diskutiert. Die hohe Priorisierung, der Wunsch unserer Mitglieder ist die Direktfrage des Vorsitzenden. Das haben wir. Aber der nächste EU-Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin, vielleicht gibt es ja wieder einmal eine Frau an der Spitze. Wie wird der bestimmt oder die bestimmt? Da haben dann die Mitglieder nichts mitzureden und die Delegierten. Also die Gremien bestimmt. Im Statut noch überhaupt nicht möglich. Ganz im klassischen Sinne mit einer demokratischen Legitimierung auf einem Parteirat oder Parteitag. Jetzt bei der Koalitionsfrage, da habe ich auch Kritik, da haben Sie jetzt ein bisschen das anders gesagt, nämlich mit einer anderen ÖVP, wer immer die sein könnte. Aber Ihr steirischer Genosse Lang hat gesagt, na, ich kann mir aber mit der FPÖ auch eine Koalition vorstellen. Was richten Sie denn im Hier und Heute aus? Gar nichts richte ich mir aus. Ich glaube, man muss ein bisschen Dinge auseinanderhalten. Ich war sehr konstant immer darzustellen. Es gibt einen aufrechten Beschluss Ihrer Partei. Darzustellen, dass meine Aussage, was die Koalitionsbedingungen ist, eigentlich immer klar war. Nämlich mit so einer radikalisierten ÖVP, die jetzt 12-Stunden-Arbeitstag eingeführt hat, die Zerschlagung der Krankenkassen hat, die dafür dazu führt, dass man erst im nächsten Jahr, wenn man einen Termin braucht, mit es einem Kind. Es geht um die FPÖ jetzt, Herr Pabler. Sie haben mich zuerst gefragt, was meine Position zur Koalition war. Was richten Sie Ihrem steirischen Genossen aus, der sagt, er schließt eine Koalition mit der FPÖ, und das ist die wirklich rote Linie in der Partei, nicht aus. Was richten Sie ihm aus? Ich glaube, er hat erstens vom Land gesprochen, wenn es richtig war. Das ist unter Ihnen vorstellbar? Nein, ich habe Sie ehrlich gesagt überhaupt nicht verfolgt, um was für Diskussionen es gegangen ist. In der SPÖ gibt es einen aufrechten Beschluss, der basiert auf einem Wertekatalog. Der ist, glaube ich, unumstritten, was Koalitionen anbelangt. Und das gilt für alle Ebenen, von Gemeinde, Land bis eben zur Bundesebene, nicht mit dieser FPÖ. Es gibt, glaube ich, auf der Bundesebene, wenn ich richtig den Beschluss abgespeichert habe. Ich habe nicht alle 600 Beschlüsse aufrechnen, der Sozialdemokratie jetzt abrufbar. Nein, aber Sie sind ja Parteichef, Sie sollen ja eine Linie vorgeben. Ja, aber die kann ich für die Bundeslinie vorgeben. Entschuldigung, ich kann nicht in jeder Gemeindekoalitionsverhandlung machen. Da hätten wir andere Beispiele. Ich würde gerne reden über die ÖVP- und FPÖ-Koalitionen, die angesagt worden ist. Und da erwartet uns Schlimmes in diesem Land. Und ich sage es jetzt in aller Deutlichkeit auch in dieser Frage. Ich kann auch sprechen, was die Sozialdemokratie in der Bundesausrichtung betrifft. Ich sage, wir werden verhindern, dass man jetzt schon weiß, jede Stimme, die der Karl Nehammer, jede Stimme, die die ÖVP bekommen wird, ermöglicht Herbert Kickl als Kanzler. Und die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist, uns zu stärken und uns die Zielsetzung, die wir haben, auch tatsächlich als stärkste Kraft durchgehen zu lassen. Das ist das Wichtige, weil sonst haben wir schwarz-blau und das droht jetzt dann mit all dem Wahnsinn, was man erlebt, dann mit den Steuergeschenken, mit der Unternehmenssteuersenkung, und gleichzeitig diskutiert uns irgendwer und sagt, also, wir brauchen Lohn zurück.
Haltung. Wir haben keine Ortstermine mehr frei, es gibt keine Pädagoginnen. Also ich möchte ein bisschen raus aus dieser finsteren Periode, endlich ein freundliches, ein besseres Österreich skizzieren. Und da haben wir so viele Forderungen, die Sie mir heute alles noch nicht gefragt haben, aber die uns natürlich brennen. Naja, ich werde Sie so wortreich antworten. Das war jetzt aber quasi schon eine Wahlkampfrede zum Schluss. Wenn Sie das aber nicht schaffen, haben Sie wirklich noch einen weiten Weg in Umfragen vor sich. Und es kommt dann tatsächlich eine entweder türkis-blaue oder blau-türkise Regierung. War es das dann mit Ihrem Ausflug in die Bundespolitik? Oder würden Sie auch hier als Oppositionschef im Parlament sitzen, Herr Babler? Erstens kann ich mich gar nicht damit auseinandersetzen. Also ich gehe davon aus, dass wir Stärkste werden. Wir erleben einen ganz anderen Trend. Wir haben 30 Jahre, erstens strukturell sind wir schwächer geworden, jetzt haben wir Zulauf, jetzt haben wir nicht nur in der ersten Phase über 15.000 wieder Mitglieder gewonnen, jetzt allein in den Sommermonaten bei der Tour, aber wieder 1.000 neue. Ich wollte mal skizzieren, wir haben eine ganz andere Geschichte. Wir haben erlebt, wo wir waren, rund um den Parteitag, nach jahrelangen persönlichen Auseinandersetzungen, nach Streitigkeiten. Wir diskutieren jetzt nicht mehr über Personen, jetzt diskutieren wir über Inhalte. Ja, das, was Sie mir heute gefragt haben, ich habe eine komplette Marschrichtung vorgegeben, nämlich dass ich jemand bin, der all diese Thematiken, ich wirbe ja auch für eine erneuerte Sozialdemokratie, ist ja der Grund, warum ich hier sitze, weil auf einmal Mitglieder Dynamik kriegt und gesagt, okay, wir müssen auch die SPÖ erneuern, aber natürlich auch Österreich besser gestalten. Und ich habe klar einen Prozess gemacht. All diese Fragen, die heute noch ein bisschen auch manchmal divers diskutiert werden in der Partei, das ist wunderbar, ich will ja eine Mitmachpartei, ist ja einer meiner Programmansagepunkte, klären wir ganz konkret auf einem Parteitag. Alles sozusagen in einer kleinen Schiene. Ich glaube, ich bin ein guter Teamplayer, aber ich bin Teamcaptain, aber ich bin manchmal nicht gleichzeitig der Mittelstürmer, der Mittelfeldspieler, der Torwart, der Abwehrspieler. Das heißt, wir haben Rollen, die wir aufteilen in einer breit aufgestellten Sozialdemokratie, auch mit sehr stark jetzt weiblichen Führungskompetenzen auch neu an die Zentralstellen der Macht in das Partei, die wir wirklich gestalten können, die Einfluss nehmen. Also ich finde, wir haben einen guten Drive. Also auch was die Wahrnehmung anbelangt. Das hat wie Bewerbung jetzt geklungen. Wir bewerben die Sozialdemokratie als Alternative, logischerweise. Ja, das haben wir gemerkt. Das sind heute schon Wahlkampfreden. Nein, überhaupt nicht. Das ist meine Grundüberzeugung. Herr Babler, wir sind jetzt wirklich am Ende und haben uns natürlich für Sie auch was einfallen lassen. Kennen Sie ein Interview, das Interview ohne Worte? Hat ein berühmter damals SPD-Spitzenkandidat in Deutschland, hat dafür für Schlagzeilen gesagt, Sie antworten nur mimisch und gestisch, nämlich mit Zeichen bzw. mit der Hand. Ich würde Ihnen gerne zum Abschluss drei Fragen stellen, die eben nicht wortreich beantwortet werden können. Activity Advanced. Pantomime. Kommt drauf an. Erstens, wie geeint ist die SPÖ nach knapp 3 Monaten, Andreas Babler? Das haben wir verstanden. Was richten Sie Hans-Peter Doskozil aus? Das müssen Sie uns übersetzen, nämlich Freundschaft oder was ist das? Oder wir halten zusammen? Genau. Und wie würden Sie, und das ist jetzt wirklich schwierig, heute hat es sehr wortreiche Antworten gegeben, Ihren Politikstil ohne Worte beschreiben? Da sage ich danke für das Gespräch. Sehr gerne.